Hallo, ich soll ein bisschen erzählen, wie aus Daten über Analyse und Ideen zu Storyboards und die Frage, wie man das dann visualisiert, Geschichten werden können. Das ist also die einfachste Geschichte. Es gibt Daten, die stimmen und eine Handlung. Die ist auch sehr kurz. Der Chef knallt dem Mitarbeiter kurz einmal in den Bauch. Jetzt stellt sich die Frage, also wie kann man die Daten recherchieren und wie kann man Geschichten entwickeln? Wir haben zwei Firmen. Das eine ist die sogenannte Drahtwarenhandlung und die beschäftigt sich damit, Fernsehen zu machen. Animationen, Data-Driven Journalism. Und die zweite, das ist eine Forschungsfirma, das ist die DWH GmbH. Und die beiden arbeiten deshalb zusammen, weil wir uns in der Forschungsfirma mit Datenanalyse, Statistik, Visualisierung und viel mehr beschäftigen. Die Leute, die eine spannende Geschichte erzählen wollen, interessiert es dann irgendwann nicht mehr so ganz dringend, ob die Daten wirklich exakt stimmen. Und die Daten zu liefern, haben relativ wenig Vorstellung, wie eine spannende Geschichte ausschaut. Ich möchte mich im Moment fokussieren auf die beiden Dinge. Wie werden die Daten aufbereitet, analysiert? Wie komme ich sozusagen von den Daten zur Geschichte? Wie kann man schnell, witzig Informationen eben aufbereiten und rausschießen? Was sind das für Beispiele? Das hier zum Beispiel ist das Netzwerk der europäischen Energieversorgungsnetze. Die Geschichte war Europa in 50 Jahren. Das war eine Doku, die Ende des Jahres im ORF laufen sollte. Und die war schnell beauftragt und dann hat man sich überlegt, was zeigen wir für Europa in 50 Jahren. Dann wurden wir gefragt und haben im Prinzip gesagt, okay, machen wir es doch so, bauen wir fiktive Netze. Wir haben auf der einen Seite Netze genommen, die existieren, die Energienetze importiert, die real vorhanden sind und die wir dann erweitern konnten. Und wir haben auf der anderen Seite Algorithmen geschrieben, wie man fiktive Netze für die sozialen und für Datenprozesse, für soziale Interaktion, die sich dann bewegen und entwickeln können. Das war ein Hilfsmittel, wo wir gesagt haben, okay, das können wir tun. Und mit denen konnten wir uns dann im 3D-Programm spielen, konnten Verbinder machen zwischen den einzelnen Intervieworten in Europa, konnten die überlagern und damit ein bisschen zumindest helfen dabei, Content hier zu generieren, um die Geschichte Europa in 50 Jahren zu erzählen. Man muss Informationen, die existieren als GIS-Information, auf eine Karte importieren in 3D oder dann auch in After Effects und hier dann im Prinzip die Information richtig abbilden. Das ist jetzt aber oft dann auch endenwollend spannend und deshalb stellt man sich dann die Frage, was kann man darüber hinaus machen? Wir haben hier einige Informationen, zum Beispiel eben, wo Atomkraftwerke sind, wo kommt unser Strom her? Dann haben wir uns einfach überlegt, wo ist denn eigentlich der sicherste Ort, wenn ich Atomkraftwerke nicht mag? Wir machen einen Algorithmus, wo wir feststellen können, wo ist in Österreich jetzt der Ort, wo ich am sichersten bin, wenn alle Atomkraftwerke gleichzeitig explodieren. Ist eine banale Geschichte. Wir haben also in banalen GIS-Daten eine Geschichte gemacht, wo man kurz drüber reden kann. Du hast gesehen, in Österreich ist der sicherste Ort, wenn alle Atomkraftwerke krachen gehen, in der Südsteiermark. Was ist also der Prozess, der dahinter steht? Ich fokussiere mich jetzt auf die Datenanalyse und auf die Frage, wie kann man wirklich basierend mit den Daten eben die Stories erzählen. Wir müssen sie analysieren können. Heutzutage bestehen die Daten aber nicht mehr aus den paar zig Dutzend Atomkraftwerken, sondern meistens aus sehr großen Datenströmen. Was ich jetzt hier im Hintergrund kurz zeige, ist Explore. Und hier kann man sich sehr große Datenmengen reinschießen und auf Knopfdruck grafisch darstellen, Ausreißer sehr schnell identifizieren und Zahlen darstellen lassen. Wir setzen Whisplore dafür ein, um Rohdaten einmal anzuschauen. Ich habe jetzt von großen Datenmengen gesprochen. Es kommen aber, und das ist auch Big Data, oft unstrukturierte Daten daher. Also was sind unstrukturierte Daten? Zum Beispiel würde mich interessieren, was im Parlament gesprochen wird. Wir analysieren die österreichischen Parlamentsreden über sehr viele Jahrzehnte und schauen nach, wer hat was gesprochen. In dem Fall sind es die Atomkraftwerke und wie wir hier links auch sehen, macht man das dann logischerweise nicht nur für das Wort Atomkraftwerk, sondern auch für möglichst alle Synonyme. Und wenn man das tut, kommt man drauf, dass irgendwann in den 90er Jahren sehr oft darüber gesprochen wurde, dann längere Zeit weniger und interessanterweise dann 2011 wieder. Man kann aber natürlich auch noch weitere Dinge machen. Die Tagesverlaufskurve, wann über Atomkraftwerke gesprochen wird. Man sieht, aufgrund einer unstrukturierten großen Datenmenge, die reale Sachverhalte abbildet, können wir
mit Analysemethoden sehr viele Dinge hier rausholen und das ergibt dann das Potenzial, um Geschichten zu erzählen. Wie machen wir das? Das ist im Prinzip ein vollautomatisches Web-Scraping der Parlamentsprotokolle. Dazu verwenden wir MATLAB, das ist eine der gängigsten Techniktools. Schieben das dann in eine Datenbank rein und da lassen wir dann im Prinzip die Natural Language Programming Algorithmen drauf und schauen uns die verschiedensten Dinge an. Hier ergibt sich eben aus einem sehr überschaubaren Datenpool das Potenzial, sehr viele unterschiedliche Geschichten zu machen, weil wir eben hier eine Technologie, die aus der Forschung kommt, das Prozessieren von Texten, das Analysieren, mit den Leuten verknüpfen wollen, die die Stories erzählen. Zweites Beispiel, klassische Geschichte, Geoinformationen. Im Prinzip gibt es ja heutzutage nichts Einfacheres, Google Maps, viele andere Dinge wie Projektionen zu haben. Spannend ist aber, das reproduzierbar zu machen. Wir verwenden hier OpenStreetMaps und integrieren hier diese Daten so, dass wir die bei uns lokal immer spiegeln, damit wir einen schnellen Zugriff haben und schreiben uns dann Abfragen und Visualisierungen mit Python, um hier konkrete Fragestellungen beantworten zu können. Zum Beispiel Themen wie, wie lange brauche ich von A nach B? Das ist natürlich über Luftdistanz überhaupt kein Problem. Wir haben uns jetzt ein Standard-Tool geschrieben, das uns im Prinzip jederzeit sagen kann, wer ist von welchem Punkt weiter oder kürzer entfernt über die Straßenverbindung. Und hier können wir jetzt mehr oder weniger auf Knopfdruck georeferenzierte Informationen abbilden und hier dann Dinge visualisieren. Das sind auch eigentlich sehr alte Geschichten. Zum Beispiel die Frage, was ist, wenn der Flughafen Wien eine weitere Piste baut? Hier haben wir den gesamten Flughafen, alle Gebäude, aber auch die gesamten Informationen aus dem Umfeld importiert und haben dann aus den Planungsdaten die geplante dritte Piste integriert. Die Herausforderung ist aber, dass uns da die Ingenieure vom Flughafen permanent zu zehnt auf der Pelle saßen und bei jedem Ding gesagt haben, nein, das stimmt nicht, das steht dort nicht, die Höhe von dem Messpunkt steht nicht. Und wir mussten im Cinema 4D ihnen von verschiedensten Sichtpunkten immer wieder das 3D-Modell in der Entwicklungsphase zeigen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, so schaut das aus, das stimmt nicht, das stimmt, das Flugzeug dort ist zu schnell, zu langsam. Und da war die Herausforderung, ganz exakt die Realität abzubilden. Die Zukunft ist nicht nur Daten, die existieren, in Geschichten zu integrieren, sei es große Datenmengen, sei es komplexe Zusammenhänge, sei es Datenquellen aus verschiedenen Quellen. Die Zukunft ist auch zu modellieren. Zum Beispiel Fragen zu beantworten, was wäre wenn. In Zukunft wird es auch darum gehen, mit Daten prognostische Modelle zu erstellen. Das, was wir hier hinten sehen, ist ein Modell eines zusammenkrachenden Treppenbaus in Hallstatt. Und hier gibt es die aktuelle Situation, dass die Steine am Boden liegen und die Holzfragmente. Und wir hier gemeinsam in einem Projekt, das von der Gemeinde Wien gefördert war, mit der Technischen Universität und mit anderen Partnern, hier Modelle entwickelt haben, um zu versuchen zu rekonstruieren, wie war diese Treppe, wie hat die ausgeschaut. Wir bewegen uns also hier in einem Bereich, wo man Richtung wissenschaftliche Forschung geht, wo wir nicht fix sagen können, stimmen die Dinge, die wir da erzählen. Möglich ist das natürlich nur in Kooperation mit sehr, sehr vielen Partnern. Und das ist das, wo wir die Zukunft sehen. Es geht darum, mit den Daten und mit den Informationen, die wir haben, immer besser sagen zu können, wie ist es und weil es die Menschen halt auch interessiert, möglicherweise, wie wird es sein. Beim Wetterbericht hinterfragt das keiner. Und dazu gibt es in Zukunft sicher Data Hubs. Letztes Beispiel ist das Netzwerk der Patienten und wie die in Österreich versorgt werden. Und hier wird, glaube ich, die Aufgabe auch sein, die Medien dabei zu unterstützen, den Experten nicht immer gleich alles glauben zu müssen, sondern hier zu schauen, was sagen die Daten und natürlich auch immer zu schauen, wie kann ich eine Geschichte daraus machen. Und meine Erfahrung ist, wir machen das jetzt seit 11 Jahren und es gibt noch jede Menge zu tun. Vielen Dank. Ich kenne es von meiner Beschäftigung, weil ich als Kuratorin bei der Ars Electronica viel mit Künstlern zusammenarbeite, dass eigentlich der Zugang zu den Daten eigentlich immer das Problem ist. Und jeder sammelt Daten und die Frage ist eher, wie kommen wir zu Wissen? Ich glaube, dass der Weg in die Richtung geht, dass man gemeinsam Open Data, aber auch nicht Open Data, mit Zugangsprozessen gemeinsam Daten so sammelt, dass man einen Konsens hat, dass diese Daten, die dort liegen, stimmen. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die wir uns mit vielen Partnern aus der Forschung eben anschauen. Wie kann man hier verlässliche Daten
wo auch der Zugang geregelt ist, managen. Ein konkreter Wunsch an Bildungseinrichtungen wie die FH St. Pölten? Junge Leute ausbilden. Also ich glaube, das ist das ganz Wichtige, zu schauen, dass die Leute open-minded sind und miteinander reden, glaube ich. Ja, da braucht es Übersetzer wie Sie als Journalist. Ja. Danke vielmals für den Vortrag von Niki Popper.